namens Flammkuchen und ich möchte heute auch einen besonderen Test machen, denn ich habe schon seit, oder ich hadere seit sehr, sehr langer Zeit mit mir, mal Produkte auszuprobieren von The Pampered Chef. Das sind ja im Wesentlichen die Stoneware-Produkte, die mich da interessieren. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal gesagt, weil mir waren sie immer zu teuer, ganz ehrlich gesagt. Und ich habe mich jetzt einfach mal überzeugen lassen, das auszuprobieren. Und ich werde heute den Zauberstein ausprobieren, werde damit den Flammkuchen machen und ich werde auch sowohl einen Teil auf dem Zauberstein machen, als halt eben auch auf einem normalen Backblech. Ich werde das auch hintereinander backen, sodass ich da wirklich vergleichbare Bedingungen schaffe. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt natürlich erstmal den Teig machen und der Flammkuchenteig ist im Rezeptchip des Thermomix enthalten, so kann ich das Guided Cooking da auch eben nutzen und das mache ich auch, indem ich mir das Rezept eben aufrufe und erstmal den Teig mache, denn der muss gleich noch 30 Minuten in den Kühlschrank, bevor ich ihn dann verarbeiten kann. So, wir starten mit 250 Gramm Mehl, 30 Gramm Olivenöl und dann kommt noch Wasser hinzu und zwar 120 Gramm und 1/4 Teelöffel Salz. Eine Minute auf der Teigmehlstufe zu einem Teig verarbeiten. So sieht jetzt der Teig aus und den gebe ich auf in eine Klarsichtfolie und der wandert dann für eine halbe Stunde erstmal in den Kühlschrank. So, der Flammkuchenteig war jetzt für rund eine halbe Stunde im Kühlschrank und ich gebe ihn jetzt einfach mal auf den Zauberstein und werde ihn da direkt ausrollen. Werden wir aber einen Teil auch davon wieder abnehmen, weil ich wie gesagt auch nochmal auf einem normalen Backblech im Anschluss das Ganze auch nochmal backen möchte, um da einfach mal einen Vergleich für mich zu haben. Hier haben wir auch einen wunderbaren Teigroller. Den probiere ich jetzt auch einfach mal aus. Ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert, weil wirklich nichts dran haftet. Ich habe mir den Teig jetzt also wirklich schön dünn ausgerollt, wie ich das beim Flammkuchen auch haben möchte. Den Zauberstein, den habe ich vorher eingefettet. Das soll man vor den ersten Malen von Benutzung soll das tun. Damit da nichts dran haftet. Später braucht man das wohl nicht mehr. Und gehe jetzt hier erstmal weiter in meinem Rezept. Habe den Flammkuchenteig drauf. Mache jetzt weiter mit den Zwiebeln, die ich mir zerkleinert habe. Ich habe eine große Zwiebel genommen, 185 Gramm. Und zerkleinerte Zwiebeln erstmal für 3 Sekunden auf Stufe 5. Schmand rein. Da wir das gerne mit etwas mehr Schmand mögen, als es im Rezept vorgesehen ist, gebe ich noch ein bisschen was dazu. So, 270 Gramm. Gehe auf weiter. 1/4 Teelöffel Salz. So, etwas Muskat rein und Pfeffer. Oh, heile Witzka, die Zwiebeln brennen ganz schön. Jetzt kommen die Schinkenwürfel dazu mit 100 Gramm. Ich habe etwas weniger hier, 80 Gramm. Und ich gebe dann ganz gerne noch, weil wir das immer etwas feuriger gerne mögen, noch einen halben Teelöffel Chiliflocken drauf.
10 Sekunden auf Stufe 3 vermengen. In der Zwischenzeit bringe ich eben meinen Restteig wieder in den Kühlschrank. Linkslauf übrigens. So, verteile mir das jetzt hier auf dem Flammkuchen und lasse dabei natürlich auch noch ein bisschen Füllung übrig für den anderen Flammkuchen, den ich dann im Anschluss auch nochmal ausrolle und auf dem normalen Backblech backe. So, jetzt wandert der für 20 bis 25 Minuten bei Ober- und Unterhitze 250 auf 230, habe ich meinen Ofen gestellt, wandert er jetzt in den Backofen und ich bin sehr gespannt. Ich gucke auf jeden Fall auch schon mal nach 15 Minuten, denn es kann ja auch immer sein, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Stein reagiert und kontrolliere das besser zwischendurch, ehe dass er mir verbrennt. Das wäre zu schade. So, sind jetzt gut 15 Minuten vergangen. Auf jeden Fall braucht der Flammkuchen noch weitere 5 Minuten. Ich fange jetzt schon mal mit meinem Teil 2 sozusagen an, auf meinem Backblech. Und räume da den Teig wieder aus. Also von dem Teig aus Holland muss ich wirklich sagen, bin ich echt begeistert. So, auch hier der Teig recht dünn und gebe mir dann den Rest der Füllung noch drauf. Ich habe übrigens den Rost mit dem Zauberstein ganz, die unterste Möglichkeit quasi in den Ofen hineingeschoben, damit er halt wirklich auch gut von unten die Unterhitze direkt mitbekommt. Ich schaue jetzt gerade nochmal, sieht nämlich ziemlich fertig aus, da kann ich den fliegenden Wechsel machen. Und werde dann natürlich auch schon mal den einen Flammkuchen probieren, werde dann nachher nochmal kontratesten mit dem anderen und bin echt gespannt. So, hier ist er also, der Flammkuchen. Ich finde, sieht sehr, sehr gut aus. Werde ihn jetzt gleich erstmal testen und dann im Gegenzug den anderen auf dem Backblech in den Ofen geben. So, jetzt ist auch der andere Flammkuchen fertig. Der war jetzt nach 17 Minuten schon rausgeholt, der andere war 21 Minuten drin. Und Fazit erstmal schon zu dem auf dem Zauberstein, war super lecker, war sehr, sehr knusprig, die Kruste innen drin schön fluffig, hat mir gut gefallen. Ja, und jetzt werde ich mal den zweiten testen und dann anschließend noch ein Fazit geben. So, ich möchte noch ein letztes Schlussfazit geben. Also ich bin wirklich begeistert, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch beide Flammkuchen probiert. Der Flammkuchen, den ich auf dem Backblech hatte, hat 16 Minuten im Backblech bei 230 Grad Ober- und Unterhitze verbracht und der auf dem Zauberstein hat 21 Minuten auf dem Stein verbracht, auch eben 230 Grad Ober- und Unterhitze. Ich sehe hier, also erstmal äußerlich finde ich, sehen die schon recht ähnlich aus. Ich sehe hier bei dem auf dem Backblech, dass es hier schon anfängt etwas braun zu werden. Das habe ich hier bei dem vom Zauberstein gar nicht. Ich finde, dass der vom Backblech eben halt auch schon ein bisschen trocken dann wurde. Zwar schon kross, aber halt eben dann schon Richtung trocken gehend. Und der vom Zauberstein war wirklich kross, aber trotzdem saftig. Das hat mich echt begeistert, muss ich sagen. Hier auch nochmal den Zauberstein selber. Also ich habe hier echt keine Rückstände. Hier bin ich selber mit der Mischung, die ich oben drauf gemacht habe, drüber gekommen. Da ist hier so ein kleiner Schaber dabei. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Die Sitzung so abgeht, da soll man dann die Reste etwas abkratzen und den Rest dann mit Wasser abwaschen einfach. Das mache ich im Anschluss dann auch nochmal. Die Reste gehen recht gut ab und dann nehme ich jetzt einfach nochmal einen Schwamm mit klarem Wasser, um das auch nochmal zu testen, wie es dann abgeht. Ja, kriege ich super einfach ab. Ansonsten, wie gesagt, habe ich nichts, was angebrannt ist. Vom Teigroller, der ist mein totaler Favorit, der hat mir super gut gefallen, weil nichts dran gehaftet hat. Der ist wirklich auch spitzenmäßig. Ich werde jetzt als nächstes mal den großen Zaubermeister testen, weil ich eben auch viel, viel Brote mache. Und ich hoffe, dass der mich auch überzeugen kann. Ich werde weiterhin berichten, werde dann natürlich auch ein Video drüber machen. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, schauen Sie einfach auf kinderleichtkochen.de.